Kollegen, ich mach's ein bisschen größer, dann haben wir alle was davon. Ist die visuella. Ja. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal in etwas anderer Form, denn ich nehme euch mit zu einem Auftritt. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Auftritt in Corona-Zeiten, das ist doch crazy. Es ist der HR Comedy Marathon, 24 Stunden Comedy live und da fahren wir jetzt hin, nach Frankfurt. Also, let's go. Leute, Party People, jetzt ist es soweit. Ich bin in Frankfurt in diesem wunderschönen Hotelzimmer angekommen und morgen früh um 9 Uhr ist mein Auftritt. 9 Uhr. Das ist für einen Künstler eine echt unchristliche Zeit. Ja. Ich habe im Briefing gelesen, ich soll um 6 Uhr in der Maske sein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich so früh da sein muss, weil die sagen, Mensch, das Gesicht vom Weide, da müssen wir nur ordentlich tapezieren. Oder ob ich nicht einfach Zuschauer bin. Denn es ist so, dass die anderen Künstler, die nicht auftreten, quasi die Zuschauer für den anderen Künstler sind. Deswegen muss ich früher da sein. Also gehe ich am besten die Texte nochmal durch. Ich gehe die Tricks durch, weil ich ein, zwei Zaubertricks mache. Und dann heißt es morgen viel Glück. 20 Minuten live im Fernsehen, auf YouTube. Aber was soll schon schief gehen? Ja, was soll schon schief gehen? Morgen. Ich bin sogar so müde, dass ich noch gar nicht nervös bin, was glaube ich ein gutes Zeichen ist. Aber das kommt bestimmt noch. Ich bin sogar so früh wach, dass es im Hotel noch kein Frühstück gibt. Erst ab 6 Uhr. Oh Mann, oh Mann. Hier hat die Maske aber auch alles gegeben, oder? Bei dem Kollegen. Ja. Er sieht auf jeden Fall fit aus. Alright, Freunde. Gleich geht's los. Die Jungs nebenan spielen schon. Und mein Auftritt ist gleich um 9 Uhr. Auf dieser Bühne hier. Und hier werde ich gleich sitzen, also dort auf dem grünen Stuhl. Und Zaubertasche steht schon bereit. Zauberweltmeister, Künstler, Entertainer, Fernsehmoderator, ist geboren in Wuppertal, jo, lebt Mensch, jetzt in Hamburg. Super toll. Ganz großen Applaus für Marc Weide. Wir brauchen Leute, die reagieren. Stellt euch einen einsamen Zauberer zu Hause vom Spiegel vor, wie ich zu Hause stehe, mit der Münze in den Spiegel und dann verschwindet die Münze in meiner Hand. Genau so. Danke. Ne? Münze ist weg. Da sage ich ja nicht zu mir jetzt im Spiegel, oh, wow, wo ist die Münze hin? Nein, ich weiß ja, wo sie ist. Ja, das. Wunderschönen Tag noch. Vielen Dank. Marc Weide. Leute, wir sind live im Fernsehen. HR. HR Comedy Marathon. Ja, Applaus. Hey. Ja. Mit den Ehrlich-Brüdern und mir. Wir sind die Unehrlich-Brothers. Ja, das ist auch wieder viel. Du hast gerade vorhin. Ey Leute, das war's. Es war ein richtig geiler Auftritt. Es haben auch wohl richtig viele Leute zugeschaut. Also mega schön. Und ich gehe jetzt in die Garderobe. Ich esse jetzt was. Ich frühstücke. Bei mir jetzt 10 Uhr. Und ja, schön. Ich muss erstmal wach werden. Das heißt, alles, was jetzt noch fehlt, ist irgendein Fazit. Also vielen, vielen Dank an das HR-Fernsehen, was das großartig organisiert hat. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich muss jetzt dringend eine Runde schlafen. Also gute Nacht und bis zum nächsten Video. Marc Weide! Vielen Dank! Du bleibst doch sitzen! Achso, ich bleib sitzen!